ist ein bisschen so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also wie als ob man in das Wohnzimmer von einer alten russischen Babuschka kommt. Hallihallöchen, ihr Lieben. Wundert euch nicht, mein Gesicht hat die Farbe dieser Wand. Das liegt daran, dass ich so krass erschöpft und müde bin. Denn ich habe soeben mein 10. und somit quasi letztes Semester an der Uni beendet. Und es war erfolgreich und ich bin so unfassbar dankbar. Also müde und dankbar. Guck mal, wie ich aussehe. Naja, jetzt kommt erstmal die Vorweihnachts- und dann Weihnachtszeit. Und Weihnachten ist auch schon das richtige Stichwort. Vielleicht sagt dir Weihnachten neu erleben was. Im Oktober war ich mit Weihnachten neu erleben und für Weihnachten neu erleben auf einem Drehtag. Denn ich darf dieses Jahr den 4. und damit letzten Adventsimpuls halten. Und wir haben den schon im Oktober aufgenommen. Und auf die Dreharbeiten habe ich euch mitgenommen und einen Vlog gefilmt. Und dieses Material, das seht ihr jetzt. Also wundert euch nicht, so, hä, es ist irgendwie noch ein bisschen sonniger da und es scheint nicht ganz so aktuell zu sein. Wir senden es jetzt erst, weil jetzt ja auch der Impuls online ging und jetzt die Weihnachtszeit ist. Also ja, hoffe ich, ihr freut euch am Vlog. Ich werde jetzt auf jeden Fall schlafen und vielleicht einen Glühwein trinken, um mich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Macht's gut, enjoy the Vlog. Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich melde mich gerade aus Karlsruhe. Ich bin gerade aus der Dusche gehüpft. Wir drehen gleich einen Impuls für Weihnachten neu erleben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Weihnachten neu erleben ist eine Kampagne, die es schon länger gibt. Es ist eigentlich immer so in Form eines riesen Musicals. In Karlsruhe hat es stattgefunden und letztes Jahr durch Corona hat man dann eben innovativ sein müssen. Das kennt man ja aus ganz vielen Projekten. Und es wurde ja eigentlich wirklich so eine Kampagne, die ganz viele Gemeinden involviert hat. Man konnte sich da einfach anmelden. Es gibt ein Buch, ein gleichnamiges Buch mit Impulsen, Gedanken zu jedem Adventstag sozusagen. Und dann gibt es aus jeder Adventswoche immer einen Videoimpuls. Und dieses Jahr darf ich einen dieser Videoimpulse, den letzten der Adventszeit machen. Und den nehmen wir jetzt schon auf, also in Vorausschau. Es ist so krass, weil ich glaube in 84 Tagen, also jetzt, wo ich das hier gerade aufnehme, ist Weihnachten. Also irgendwie schon wieder gefühlt voll bald. Man denkt sich so, wo ist die Zeit hin? Können wir nochmal Sommer vertragen. Genau, der VHK ist auch einer der Mitträger, Mitunterstützer dieses Projekts. Und deswegen findet ihr das jetzt auch hier auf diesem Kanal. Wir verlinken euch auch weiteres zu Weihnachten neu erleben unter diesem Video. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt, aber es hat geklingelt. Meine Maske ist jetzt nämlich da. Ich hüpfe jetzt einmal schnell in Farbe rein, sozusagen, mein Gesicht. So, piu. Und dann fahren wir zum Drehort. Und ja, ich nehme euch ein bisschen mit. Location. Wir drehen heute im Fabergé-Museum und ich wäre mal super interessiert daran zu hören oder in den Kommentaren zu lesen, wer von euch weiß, wer oder was Fabergé ist und was derjenige, jetzt habe ich es natürlich gespoilert, getan hat. Ich wusste es tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das eine wirkliche Bildungslücke ist. Ich bin mir nicht so sicher, deswegen frage ich euch. Hab's dann aber ergoogelt. Und ja, wir sind heute hier in einem kleinen Museum, im Fabergé-Museum in Baden-Baden und dürfen dort unseren Weihnachten neu erleben Impuls drehen. So, wir sind angekommen, schon ein bisschen hier durchgestampft. Es ist ein bisschen so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also wie als ob man in das Wohnzimmer von einer alten russischen Babuschka kommt und da ist noch ganz viel Kunstwerk, Krimskram, etc. Nur, dass das hier scheinbar sehr wertvoll ist. So, ihr Lieben.
geblieben. Es ist jetzt ungefähr 3-4 Stunden später und wir sind endlich ins Museum umgezogen. Drehen ist tatsächlich deutlich mehr Arbeit, als man immer denkt. Dann fällt die Funke aus, dann fährt da ein Lastwagen vorbei, also alles Mögliche. Jetzt sind wir dabei, hier die Räume auszuleuchten, weil es jetzt mittlerweile schon dunkel ist und generell das Museum eher dunkel ist. Yes. Und dann geht's hoffentlich weiter. Wir haben noch ziemlich viel Text vor uns. Was ist von solcher Wichtigkeit, dass man einen Moment stehen bleiben und innehalten würde? Wäre Liebe sichtbar? Und wie sähe es aus mit dem Glauben? So Leute, der Dreh war ganz schön lange. Wir sind ich glaube, 10:30 fertig geworden. Mittlerweile ist es... Nein, es ist noch nicht mal 10:30. Wir sind um 9:30 fertig geworden, sorry. Ich habe heute schon mehrfach festgestellt, dass Markus ein Korinthenkacker ist. Hey, jetzt wird es sehr persönlich. Nein, okay, wir sind um 9:30 fertig geworden. Mittlerweile ist es fast 10:30 und wir sind noch immer auf der Suche nach Essen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, wir sind hier in Baden-Baden und in Baden-Baden ist irgendwie alles übelst teuer. Ja. Aber wenn man dann so fertig ist mit der... Alter! Falter! Wenn man dann fertig ist mit den Arbeiten, stellt man fest, dass man noch Hunger hat. Und jetzt gibt es noch was zwischen die Zähne oder zwischen die Backen, wie sagt man das? In den Mund. Und in den Magen. Und fürs Herz. Das ist so crazy, weil es ist halt jetzt gerade Ende September, Anfang Oktober. Oh, so krass, Oktober. Heute ist erst Oktober. Morgen ist 1. Oktober, wie wir das gerade aufnehmen. Und wir produzieren ja jetzt schon was so für Weihnachten, ne? Weihnachten kommt einfach immer wieder. Es kommt immer wieder. Weihnachten kommt immer wieder, ja. Das ist schon krass. Das ist schon krass, ja. Jetzt wird es aber langsam. Jetzt wird es sehr poetisch. Es ist der ewige Kreis von Weihnachten. Das stimmt, das stimmt. Oh, wir sind einfach hungrig. Wir brauchen wieder Zucker in unserem Blut.